Dies ist ein Gebäude aus dem 16. Jahrhundert. Die topografischen Beziehungen von Philippe II. Aus dem Jahr 1576 erzählen uns bereits davon. Seine Anrufung ist seitdem weiterhin die unbefleckte Empfängnis Mariens. Es liegt westlich der Stadt und seine Promenade wurde als Friedhof genutzt, die erste im Freien, wie sie 1563 vom Konzil von Trient beschlossen wurde, um Bestattungen in Tempeln unter anderem aus hygienischen Gründen auszurotten. Gebäude mit einem sehr langen rechteckigen Grundriss ohne Unterschied zum Presbyterium, mit einem Sturzdach, das von Balken auf Klammern getragen wird, die den Boden kreuzen. Das Kopfteil ist mit einem dreiteiligen Altarbild geschmückt, wobei das Zentrale das Bild der unbefleckten Empfängnis sowie die Seiten San Ildefonso und Sagrario einnimmt. Das Äußere besteht aus mehreren Abschnitten, die Expansionsprozessen unterliegen, und einer Eingangshalle mit einer Holzverkleidungsstruktur, die auf zwei Säulen ruht. Die einfache Eingangstür ist ein Halbkreisbogen und auf der rechten Seite können Sie sehen, was zweifellos das älteste Stück des Gebäudes ist, es ist ein Kalkstein, der mit einem kleinen Loch durchbohrt ist, für das er als Bettler diente die Errettung der Seelen. Die Legende hat auch ihren Platz in dieser Einsiedelei, eine Legende, die uns ins 8. Jahrhundert führt. Und es heißt, der Ritter Roldan habe sich auf dem Rücken seines Pferdes durch diese Länder gewagt und gegen Sarazenen gekämpft. Als sie ein Hirtenmädchen, einen Ritter und ein Pferd sahen, jagten sie sie mit nicht sehr guten Absichten. Das Mädchen konnte die Einsiedelei vor ihren Belästigern erreichen und flüchtete in die Nische des Altars. Als er den Ritter betrat, sah er sie keuchend und verängstigt. Er gab seine Anstrengung auf und verließ die Einsiedelei, um seinem Pferd zu begegnen, das sich in einen riesigen Felsen verwandelt hatte. Legende, die ihren Ortsnamen für die Nachwelt dem Tal hinterlassen hat, das den Niedergang eines kleinen Hügels in der Nähe dieses Ortes bildet, Valle del Caballo Roldán.